Das hier ist die alte römische Stätte Letocetum, heute Wall. Und diese Straße hier ist Watling Street. Genau hier lief die alte römische Straße lang. Heute gibt es hier ein Museum, ein Badehaus und eine Raststätte, ein Gasthof, eine Mansio, wo Leute, die hier auf dieser Straße reisen würden, übernachten können und auch für die Post eine wichtige Stelle. Das schauen wir uns jetzt an. Das Museum hier ist leider geschlossen. Tam-tadadam! Letocetum ist eine kleine römische Stadt an der Watling Street. Um 50 nach Christus wurde hier ein Fort gegründet und später, als die Invasion Britanniens fortschritt und die Armee weiter nach Norden zog, wurde das eine zivile Siedlung. Was man hier so sieht im Vordergrund, ist ein großes Badehaus und dahinter eine Mansio für Reisende, für Offizielle, für Beamte. Und hier ist eine Rekonstruktion, wie man sich das, zumindest diesen Ausschnitt der Stadt, vorstellen könnte. Hier ist die Straße, die das Gästehaus zur Linken vom Badehaus zur Rechten trennt. Und das ist eine sehr beeindruckende große Straße. Und im 2. Jahrhundert war das vielleicht sogar eine Art öffentlicher Platz mit viel Treiben und einer großen städtischen Bevölkerung. Und so könnte man sich das vielleicht vorstellen. Hier sieht man noch etwas Pflastersteine, die Pflasterung von der Straße. Und hier, auch sehr gut erhalten, ist dann der Eingang in das Badehaus. Sehr stattlich. Tja, was kann ich zum Badehaus sagen? Wenn man hier also reinkommt, kommt man zunächst mal in diese große Übungshalle, die Palästra. Im Mittelmeerraum wäre das ganz einfach ein offener Platz gewesen, vielleicht mit Säulengang umgeben, aber hier im kalten England geht man davon aus, dass dieser Raum tatsächlich eine wirklich echte Halle war. Und man hat sogar diese zwei Pfeiler in der Mitte gefunden, die das große Dach wohl getragen haben müssen. Hier konnte man also Übungen machen, Ballsportarten, sich austoben, bevor man dann gut geschwitzt hier in das Bad hineinkommt. Das hier ist also die Umkleidekabine gewesen, Apodyterium. Und von hier geht es dann irgendwie in die kalten, warmen und lauwarmen und die Saunabereiche. Wie genau ist leider nicht mehr so genau rekonstruierbar. Hier ist also die Umkleidekabine. Hier schön erhalten, römisches Pflaster, auch gut geschützt. Das machen die gut in England. Und hier ist also der Heißbadebereich. Und was hier besonders ist, dass man von zwei Ecken, also von dieser Seite und auch von dieser Seite, geheizt hat. Das muss also hier wirklich sehr warm gewesen sein. Vielleicht ist hier drüben das Tepidarium und hier vielleicht das Caldarium, vielleicht sogar ein Laconium, ein Schwitzbad. Und hier eine Rekonstruktion, wie dieser Raum mal aussah. Wenn man hier aus dem Bad rauskommt, sieht man also das Gästehaus. Von dieser Perspektive hier, wenn man also die Straße nach unten blickt, könnte man sich eine Rekonstruktion dieses Gästehauses in etwa so vorstellen. Sehr groß, sehr stattlich und wichtig, hier gibt es neue Pferde für den Postservice. Die einzelnen Räume hier zu sehen, waren angerichtet um einen großen Hof, ein Courtyard, ein Atrium, das sieht man hier. Das könnte entweder offen gewesen sein, so wie hier rekonstruiert, aber vielleicht war es auch überdacht. Vielleicht nur mit einem kleinen Loch im Dach, um etwas Licht und Regen reinzulassen. Das lässt sich nicht so genau rekonstruieren. Tja, und hier sind alle Räume für Hotelzimmer, Angestellte, Küche, vielleicht auch einige offiziellere Funktionen. Hier sieht es doch recht dekorativ aus. Vielleicht
Eine Statue oder Hecken oder vielleicht sogar Wasser und ein Brunnen. Ein sehr vornehmes, sehr repräsentatives, sehr stattliches römisches Gebäude. Die eigentliche Stadt wäre natürlich noch um einiges größer gewesen. Die Häuser, die man dort sieht, führen entlang der Watling Street und die Stadt Letusetum folgt ungefähr einer Meile entlang dieser Straße. Man denkt auch, es gab hier eine Basilika und ein Amphitheater. Man muss sich also diese römische Stätte eigentlich noch deutlich größer vorstellen. Hier ein Rekonstruktionsvorschlag. Aber wahrscheinlich ist sogar diese Zeichnung zu klein. Ich denke mal, das war eigentlich eine noch etwas größere Siedlung. So, das war's für jetzt. Weiter geht es nach Roxeter. Das Museum hat jetzt plötzlich doch auf. Ich gehe mal ganz kurz rein, obwohl es ein wenig beschäftigt ist. Ich zeige euch mal kurz rum. So sieht es aus, wenn man auf Roxeter Roman City losfährt. Fast da. Hier sind wir jetzt also bei Roxeter Roman City. Ich bin total gespannt, wird ganz cool. Und hier hinten im Hintergrund sieht man schon das große Highlight hier, ein großes Badehaus. Und hier geht es jetzt rein in das Museum. Und da kaufen wir ein Buch, einen Führer und dann schauen wir uns hier die große Stätte an. Auf der Beschreibung steht sogar, the fourth largest city in Roman Britain. Wow! Als erstes gibt es hier ein Museum. Ich renne mal kurz durch, dann schauen wir einfach alles oberflächlich an und danach in größeren. Hier ist der große Komplex, das Badehaus. Das ist so der Teil, den man heute noch sehen kann. Vor allem dieses Bad. Jede Menge Gegenstände. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Roxeter wurde zuerst gebaut als ein Fort von der Legion 14 Gemina, die dann später so um 60 Britannien wieder verlassen hat. Und hier sind einige Gegenstände, die mit der Armee in Berührung stehen. Hier sieht man sehr schön die Entwicklung der Stadt von einem Fort hin zu einer echten großen römischen Stadt, Viruconium, die Werwolfstadt. Und in dieser Vitrine sieht man Objekte, die mit der zivilen Siedlung hier im Zusammenhang stehen. Handwerker, Instrumente und besonders cool ein Militärdiplom. Denn auch Soldaten, die in Ruhestand gehen, würden sich hier niederlassen. Wahnsinn! Militärdiplome sind super selten und tatsächlich ist das hier nicht echt, sondern eine Kopie. Aber es gibt viele andere interessante Sachen hier zu sehen, zum Beispiel Schmuck und Handwerke und Pfeile. Und hier drüben Rohrleitungen, Mörtel mit Bemalung und Knochen und Schmuckstücke. Und hier gab es Massenproduktion. Viele massenhergestellte Waren. Und hier was Cooles.
ein Wetzstein, Schleifsteine, um Schwerter zu scharf zu machen. Das sieht man auch nicht so oft. Cool. Im 2. Jahrhundert wurden dann hier Monumentalbauten hergestellt, das Forum und natürlich die Bäder. Und die Stadt bekam ihren repräsentativen stattlichen Antlitz. Und das haben zum Beispiel hier schon rekonstruiert. Fast wie ein Fotograf. Und hier ist die eigentliche Inschrift dazu. Wow. Ziemlich groß, ziemlich beeindruckend. Und der größte Bau hier sind natürlich die Bäder. Und die sieht man dann auch gleich hier draußen. Hier sehen wir Kerzenstände, Schmuck für die Haare. Hier drüben Stili zum Schreiben auf Wachstabletten, Schlüssel. Und schau hier, Handcuffs, Handschellen. Hier sieht man medizinische Instrumente. Anscheinend war Roxetta ein Zentrum für Augenmedizin. Das sieht man zum Beispiel an diesem Artefakt. Überreste einer Jupitersäule. Das ist die Gründung, also der untere Teil mit einem Pferdekopf. Und hier eine gut erhaltene Figur für einen Hausschrein. Wenn man aus dem Museum heraustritt, hat man hier einen sehr guten Überblick über die eigentliche Ausgrabungsstätte. Zu ihrem Höhepunkt hatte die Stadt wohl ungefähr eine Größe von 80 Hektar und ist damit ungefähr so groß wie Pompeji. Hier diese Straße verläuft auch auf einer alten römischen Straße, die hier die zwei Inseln in die Badehäuser und das Forum teilt. Insgesamt gab es 47 von diesen Inseln und diesen Blick könnte man sich rekonstruiert ungefähr so vorstellen. Ungefähr 15.000 Leute könnten wohl in dieser Stadt gewohnt haben, damit die viertgrößte in Britannien. Hier könnte man überall graben, aber es mangelt an Geld und auch einem gewissen Plan, wie man vorgehen müsste. Denn wenn man etwas ausgräbt, zerstört man es damit ja auch. Hier sieht man jetzt die Basilika, eine riesige Konstruktion, eine riesige Halle. Man könnte ja mal die Dimensionen raten und die Lösung ist, sie ist ungefähr 74,5 Meter lang und 20 Meter weit. Hier ist eine schöne Rekonstruktion, ein sehr, sehr beeindruckender Bau, der hier den Beginn des Badekomplexes bildete. Im Hintergrund sieht man auch die Hügel, die während der Eisenzeit besiedelt waren von den Cornovi, bevor sie dann hier nach unten kamen, um ihre neue Hauptstadt in Roxetta zu finden. So, when the Romans leave Britain about 400, Roxetta does continue on for about 2.5 centuries. So, we definitely know it's back in the 7th century. Yeah, so the holes were actually, it's the scaffolding, yeah. So the way they do scaffold, they put it in and then they work up and then they just sort of plaster over it, didn't they, essentially. So you when it becomes exposed, you know, plaster's normally one of the first, you know, the first thing to go with, really. Durch diesen monumentalen Eingang kommt man dann in das Kaltbad, das Frigidarium. Und das hatte Becken, sowohl an der linken Seite hier ein kaltes Becken, als auch hier drüben, sogar besser halten, auf der rechten Seite. Da konnte man also schwimmen, große kalte Bäder zum Hereinspringen und sich abduschen. Hier ist das Kaldarium und hier eine relativ alte Rekonstruktion. The water wouldn't have sat in the pots long enough. So oder so ähnlich könnte das ausgesehen haben. But that was an idea for the fall of the empire, wasn't it? It was lead poisoning. But sort of those sort of bricks stacked up, they're all fake.
They're all, like modern brick. Mm-hmm. Like, not 1930s bricks. So there was a small temple. Mm-hmm. We don't know who it was dedicated to, though. There's another temple over there, the Venus. I think you're exactly right there. You sort of have to feed it. Yeah, at some constantly. Point. Yeah. It's like the. Also wirklich cool. Wahrscheinlich die größten Bäder in Großbritannien. Natürlich gibt es auch Bath, aber das ist wieder ein ganz eigenes Ding für sich. Das hier war ein offener Hof mit einem Pool, einer Natatio. Sehr ungewöhnlich in Britannien, weil es hier so kalt ist. Und tatsächlich wurde dieses Schwimmbecken draußen auch sehr bald aufgegeben. So nach 20 bis 30 Jahren, nachdem das Bad hier erst gebaut wurde. I think the potter's name was Vitellius, was he marked his pots with his name. Got to film everything. Later edition. Smaller, have you been over to the cheaper. Roman house? Come back in here again. Oh, okay. I just think if you want to have a quick look at it, make them. Yeah. They will shut at half four. So. Oh, okay. Hier wurde ein Haus rekonstruiert mit originalen Bautechniken, auch aus Forschungszwecken. Ja, und dieses Haus ist von der Größe her auch vergleichbar mit stattlichen Häusern, zum Beispiel in Pompeji. Das ist gar nicht so klein. When was it built? 2010? Yeah, 2010. By Channel 4? Hier kriegt man mal einen wirklich guten Eindruck, wie es in einem römischen Stadthaus ausgesehen haben könnte. Seit 2010 nicht sehr gut erhalten. Wenn hier wirklich ein römischer Bürger leben würde, würde der vielleicht hier alles instand halten. Aber so im Großen und Ganzen könnte das doch wirklich ungefähr so ausgesehen haben. Hier ein Triclinium. Ein Esszimmer. Und was kommt als nächstes? Was ist das? So this is sort of, you know, showing sort of how they would build. Ah, the building materials. Sort of how they would, yeah. Okay. And next room. Here we have, a bedroom. Private space. Well, it probably could have been nicer in luxury homes. Another pass and all this. And up here, stables. Yeah, summer time. Room to room. We can't do just stay in the hot room part of the house from there. Yeah. So start of November through to March. Or maybe a shrine, just a house god. Maybe vielleicht Stellungen. So this was some of the reconstruction work in the Okay. Hier sieht man die Überreste des Forums. Hier wäre also das Forum losgegangen. Yeah, the Romans always picked a nice spot for their cities. Yeah, I think most of the city they think was built after wasn't stone. So it's only really the civic part that had stone. So it means that could survive like that. But I always think most of the main cities in Britain, they're always in the sort of people's cycles come back, don't they? Yeah. Maybe if you look at London, I know. But it was still built, it wasn't just abandoned. Yeah, legion raids. But then they just let, when the Romans went, they just let that wave like this. So here is Watling Street, and that was damals natürlich sehr viel breiter, pompöser als heute. Von hier den Badehaus, das hier sind Tavernen und Geschäfte, bis darüber, wo das Forum anfing. So breit war hier die Straße. Ja, sehr geschäftig. Hier war einiges los. Hier war richtig Leben in der Stadt.
So kann man sich hier das geschäftige Treiben vorstellen. Und hier gab es sogar einen Markt. Wow. Yes, you can come grab something to eat and you have to go to the back. So, start stabbing out the taverna. Yeah. You know, in Korea, there are extensive debates about the function of this so-called forum. Some people think it's more like a storehouse, like an Amazon warehouse, like they just need a giant space. I mean, the one thing you do know of is trials would be held in the forum. Yeah, the Roman cavalry was just shedding ponies. Where do they go during the day? Öffentlichen Latrinen. Hier müsste ich jetzt eigentlich einen Schmidt-Blick hinlegen. Ich werde lediglich das Geräusch machen. Klo. Zum Abschluss zeige ich noch mal die phänomenale Größe dieser Basilika. Das ist also wirklich ein wahnsinnig großer Bau für die Antike. Wahnsinn. Schön, schön, schön war es hier. Jetzt ist es 5 Uhr. Und wir müssen diese schöne Stätte leider wieder verlassen, weil sie hier schließen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und wir hatten auch einen netten Guide. Der war bei uns die ganze Stunde und hat uns viele nette Sachen erzählt. Ganz toll hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye, Rocksetter.